Wir haben ja schon die Offenbarung gelesen. Wir haben in Offenbarung 14 schon von den Engelsbotschaften gehört. Und die erste Engelsbotschaft sprach wovon? Wer erinnert sich? Wer kann sich erinnern? Wovon sprach die erste Engelsbotschaft? Wir sollen den anbeten, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, das war ein Teil. Und wovon sprach die erste Engelsbotschaft noch? Gericht ist gekommen. Sie sprach davon, das Gericht ist gekommen. Ja, und was noch? Vom ewigen Evangelium, das durch den ganzen, also das überall verkündigt werden soll. Vom ewigen Evangelium, was verkündigt werden soll, ja. Und die Menschen, wir, wurden noch zu etwas aufgefordert in dieser Engelsbotschaft. Gott in Ehre. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Ich habe es euch nochmal an die Tafel geworfen, dass wir uns das nochmal kurz vergegenwärtigen. Also, wir hatten ja viel schon damit erfahren. Die letzten zwei Stunden ging ja darüber. Also, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Wie kann man Gott fürchten? Wie gibt man ihm die Ehre? Das ist ja mit dem Evangelium verbunden. Ramona? Das war eine Frage, die es zu beantworten gilt, genau. Wir können ihm die Ehre geben, indem wir ihm gehorsam sind. Indem wir ihm gehorsam geben, ne? Es heißt ja auch, ehret Vater und Mutter. Und Janis, Mathis, wenn ihr eure Eltern ehren wollt, was macht ihr denn? Ihnen ein Geschenk geben. Das ist eine gute Idee. Mama, hör gut zu, ein Geschenk geben, ja. Aber wie macht das, macht man noch? Wenn Mama sagt, Janis, räum hier bitte auf. Mathis, pack deine Schuhe ordentlich zur Seite. Und wenn ihr Mama ehren wollt, wenn ihr Mama gerne habt, was macht ihr dann? Dann räumen wir sie zur Seite. Dann räumt Mathis seine Schuhe zur Seite und Janis räumt sein Zimmer auf, genau. Aber wenn wir die Eltern nicht ehren? Dann machen wir genau das Gegenteil. Dann machen wir entweder genau das Gegenteil, weil wir sie ärgern wollen, oder wir kümmern uns nicht drum, stimmt's? So machen wir Menschen das mit Gott doch auch. So können wir Gott auch ehren. Gott sagt, haltet meine Gebote. Die bringen euch Glück und Leben. Dann haben wir unseren himmlischen Vater lieb. Dann halten wir seine Gebote, ne? Das heißt es, Gott zu fürchten und ihm die Ehre zu geben. An einer anderen Stelle, den Vers hatten wir auch gelesen, im Prediger hieß es, fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Denn das gilt für wen? Für alle Menschen auf der Erde. Also, so ehren wir Gott. Das hatten wir auch gesehen. Dann hat einmal jemand gesagt, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wir hatten auch gesehen, wie die Stunde des Gerichtes gekommen ist. Wir kamen auf das Jahr 1844, ne? Als wir die lange Weissagung betrachtet haben, in der es heißt, von dem Zeitpunkt an, dass Jerusalem der Befehler geht, wieder erbaut zu werden, bis zum Messias sollte eine bestimmte Zeit gehen, waren es die 490 Jahre, bis zur Taufe Jesu im Jahre 27. Und dann sollte, aber davon war diese Zeit war abgeschnitten von dieser ganz langen Zeit, die dauern sollte, bis das Heiligtum im Himmel wieder gereinigt werden würde. Bis Gericht geübt werden würde. Bis die Bücher des Himmels aufgeschlagen würde und die Sünden, die vergebenen Sünden, die überwundenen Sünden, getilgt wurden aus den Büchern und aus den Herzen der Menschen. Oder die Menschen aus den Büchern getilgt wurden. Wir hatten gesehen, dass dort die Untertanen für das Reich Gottes festgelegt werden. Wer wirklich jemand ist, der Gott fürchtet und ihn ehrt, oder das nur mit den Lippen bekennt und gar nicht seinem Wort gehorsam ist. Denn wir hatten ein Gericht gesehen in Daniel, ne, hieß es, dass Jesus sein Reich bekam. Völker, Sprachen und Nationen, die Menschen, die ihm wirklich gehorsam sind, die wirklich die Sünde in ihrem Leben überwunden hatten. Und diese Stunde des Gerichts ist gekommen, diese Prüfung, wer von den bekenntlichen Christen, die behaupten, Christus lieb zu haben, die behaupten, ihn zu ehren, gehorchen ihm wirklich und sind wirklich Glieder seines Reiches. Und das geht seit 1844, da endete diese Zeitperiode. Und dann, hat Ramona gesagt, betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde. Den Schöpfergott. Ja, wie kann ich denn den Schöpfergott anbeten? Indem ich ihm am Sabbat halte. Ja,
indem ich auch den Tag ehre, den Gott zur Ehre der Schöpfung eingesetzt hat. Ne? Er hat in 6 Tagen hat er die Erde geschaffen. Jedes Detail hat er auseinanderklamüsert und ganz hervorragend zusammengesetzt, dass es sehr gut war. Und am 7. Tag ruhte er und heiligte den Sabbattag und segnete diesen Tag in besonderer Weise zum Gedenken an seine Schöpfung. Wo lesen wir diesen Bericht? Im 1. Buch der Bibel. Ne? Ganz am Anfang der Schrift lesen wir davon. Am Ende der Bibel werden wir von Gott noch einmal aufgefordert. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre und betet den an, der gemacht hat, Himmel und die Erde. Auch am Ende der Menschheitsgeschichte möchte Gott als Schöpfergott angebetet werden. Und das können wir ausdrücken, indem wir seinen Schöpfungstag, seinen Ehrentag der Schöpfung heilig halten. Ja, wir haben sogar in den vergangenen Stunden gehört und erkannt, dass der Sabbat sogar ein Siegel ist, dass die Gläubigen kennzeichnet, die Gott wahrhaft getrauensam sein möchten. Ja? Gott sagt, haltet meine Sabbate, betet den an, der gemacht hat Himmel und die Erde, und wir Menschen, die ihn wirklich lieben, machen was? Halten seine Sabbate, beten ihn als Schöpfergott an dem Ehrentag der Schöpfung an. Menschen, die vorgeben, ihn zu lieben, die räumen nicht ihre Schuhe weg, die räumen nicht das Zimmer auf und die halten nicht den Sabbattag, sondern bekennen es nur. Oder wissen sie es nicht. Oder wissen sie es noch nicht. Ne? Also deswegen muss man das sagen. Gut, wir wollen fortfahren. So viel zur Wiederholung. Wir wollen uns jetzt mit der 2. Engelsbotschaft befassen. Die ist nur ein Vers lang. Und die heißt es. Ihr könnt es mitlesen in eurer Bibel, Offenbarung, Kapitel 14, der Vers 8. Und ein anderer Engel folgte nach und sprach: Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein ihrer Hurerei getränkt alle Heiden. Eine Botschaft, die wir erst verstehen müssen. Babylon, hier werden ein paar Dinge herausgestrichen, die uns hier genannt werden, Eigenschaften. Babylon wird einmal verglichen mit einer großen Stadt. Wir kennen das alte historische Babylon, das war auch eine große Stadt. Aber spricht die Bibel von diesem Babylon? Wir wollen sehen. Dann spricht es vom Wein. Vom Wein ihrer, ist das ein guter Wein? Das ist ein Wein, den man empfehlen kann. So einen schönen, köstlichen Wein, von dem Dietmar erzählte. Ein frisch abgeschnittener Trauben, gepresst vom Weinstock, gerade getrunken. Süß und gut und stärkend. Oder was ist das für ein Wein? Wein der Hurerei. Ein Wein der Hurerei. Und wer wird damit getränkt? Wer trinkt von diesem Hurenwein? Hurerei ist etwas Böses. Wer? Ja? Alle Heiden, alle Nationen, die ganzen Bewohner dieser Erde. Außer die, die natürlich Gott wirklich lieben und ihm gehorsam sind. Alle Heiden. Okay, wir wollen uns ein bisschen mit Babylon beschäftigen, um zu verstehen, was ist denn hier gemeint? Wer ist hier gemeint? Wer ist ja mit dieser großen Stadt gemeint? Wir wollen einmal kurz in die Bibel schauen, das 1. Buch Mose aufschlagen, Kapitel 10. Und hier finden wir das alte, noch vorantike Babylon. Die Geschichte, die wir hier lesen, finden wir kurz nach der Sintflut wieder. 1. Mose, Kapitel 10, Vers 9 und 10. Lest. Ja, bitte. Nimrod war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man: Das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, wie Nimrod. Mhm. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande Sinia. Ja, danke schön. Nimrod. Nimrod war der Urenkel von Noah. Noahs Sohn Ham, sein jüngster Sohn, war sein Großvater.
Und offensichtlich sind auch seine rebellischen und respektlosen Wesenszüge seines Großvaters, der sich über seinen eigenen Vater lustig macht, als der zu viel von schlechtem Wein getrunken hatte, bei Nimrod hängen geblieben. Auch Nimrod war ein Rebell, der streifte gerne durch die Gegend, liebte die Freiheit, mochte sich nicht einschränken lassen und war ein Jäger, ein großer Jäger, ein Krieger, ein Kämpfer. Und er gründete eine Stadt namens Babel. Er war ein Empörer gegen Gott und sein Gesetz. Er wollte nichts mit den alten Riten von Noah mehr zu tun haben. Und gründete das Babylonische, das Babel. Und die Bewohner von Babylon hatten einen ganz interessanten Gedanken. Wir wollen mal lesen, ein Kapitel weiter, Kapitel 11, Vers 4. Wohlan, wir bauen uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Und wir machen uns einen Namen, dass wir nicht über die Erde zerstreut werden. Babylon ist ein übersetzt eigentlich der Begriff das Tor zum Himmel. Die ersten Babylonier, die Nachfahren nach der Sintflut, dachten, wir wollen uns nicht über die Erde zerstreuen. Gott hat gesagt, zerstreut euch über die Erde und macht euch fruchtbar und bewohnt sie. Und sie sagten, nein, wir setzen uns in einer Stadt. Wir kommen hier zusammen und wir bauen solch eine große Stadt und solch einen großen Turm, dass wir hier berühmt werden. Wir bauen ein Tor zum Himmel. Denn es gab hier eine Sintflut. Und wir müssen mal herausfinden, wo diese Sintflut herkam. Wenn wir das wissen, können wir vielleicht beim nächsten Mal verhindern, dass wir da untergehen. Und wenn wir den Turm hoch genug bauen, groß und mächtig genug bauen, dann werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich überstehen. Ja, wir können bis in den Himmel gelangen. Und wenn da Gott ist, dann werden wir ihn entdecken. Und dann sind wir genauso weise und schlau. Dann kann er uns nicht mehr mit dem Wasser erschrecken. Das waren so die Gedanken, die sich machten. Sie wollten bis in den Himmel rein. Bis dort, wo Gott ist. Das wollte schon mal jemand, ne? Erinnert ihr euch? Da wollte schon mal jemand bis in den Himmel sich auf den Thron Gottes setzen. Vielleicht schreibt ihr es euch auf, um nachzulesen. Jesaja Kapitel 14, Vers 13 und 14. Satan wollte auch bis in den Himmel. Wollte auch so hoch hinaus. Die Menschen wollten gerne mit menschlichen Mitteln den Strafgerichten Gottes entgehen. Sie wollten Gott mit ihren eigenen Mitteln erreichen. Nicht mit Opfer und Demut. Nein, sie wollten einen Thron bauen, dass sie hochklettern konnten zu Gott, ihm trotzen konnten. Und interessanterweise war ihr oberster Priester derjenige, der genannt wurde, der oberste Brückenbauer. Drückt sich im Latein aus, der Pontifex Maximus. Es war ein Rebell, der seinen eigenen Weg zwischen Gott und den Menschen regeln wollte. Sie wollten sich eine Stadt bauen, einen Turm, der sie vor der nächsten Flut, vor den nächsten Strafgerichten Gottes bewahren konnte. Aber wie reagierte Gott? Wer kennt die Geschichte vom Turmbau zu Babel, als die Menschen diesen riesen Turm bauen wollten, um Gott zu trotzen? Haben sie das Werk fertig gekriegt? Nein, weil Gott hat ihnen alle verschiedene Sprachen gegeben. Genau, nein. Gott hat gesagt, also so rebellisch. Das kann ich nicht zulassen. Selbst wenn sie sich berühmt machen. Er musste ein Zeichen setzen. Er hat gesagt, also hier werde ich mal zeigen, wie weit eure Weisheit geht. Wie schlau ihr seid. Wie weit ihr an mich herankommt. Und hat mit einem Fingerschnipp ihre Sprachen verwirrt. Sodass sie sich nicht mehr verstehen konnten. Und sie mussten sich zerstreuen. Jeder mit dem, dessen Sprache er kannte. Das heißt hier im 1. Mose Kapitel 11, Vers 8 und 9. Und der Herr zerstreute sie von dannen über die ganze Erde hin. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel. Denn da selbst verwirrte der Herr die Sprachen der ganzen Erde und von dannen zerstreute er sie über die ganze Erde.
So lag Babel viele Jahrhunderte brach. Ein Trümmerhaufen. Ein unvollendetes Denkmal. Aber einige Jahrhunderte später bildete sich dort ein neues Reich. Das antike Babylon, das wir kennen. Unter dem großen König Nebukadnezar seine größte Blüte hatte. Und Gott gebrauchte dieses neue Babylon, um sein abgefallenes Volk, um das Volk, das gegen ihn rebellierte, um das Volk, das nichts mehr von ihm wissen wollte, zu strafen, zu ermahnen. Und er ließ das babylonische Reich, sein Königreich, das Israel, erobern. Aber Babylon sollte nicht einfach so weiter fort existieren. Denn dieses hochmütige Volk, das jetzt dachte, wir haben gewonnen über den Gott des Himmels, dem sagt Gott im Jesaja 47, Vers 5 bis 7 folgendes. Jesaja 47, Vers 5 bis 7. Ja, wo vorne dran sitzt, ja. Setze dich in der Stille, gehe in die Finsternis, du Tochter der Chaldea, denn du sollst nicht mehr heißen Herren oder Königreiche. Denn da ich über mein Volk zornig war und entweihte mein Erbe, übergab ich sie in deine Hand, aber du bewiesest ihnen keine Barmherzigkeit. Auch über die Alten machtest du dein Joch allzu schwer und dachtest, ich bin eine Königin ewiglich. Du hast solches bisher nicht zu Herzen gefasst, noch daran gedacht, wie es damit hernach werden sollte. Also dieses Babylon war von Gott gebraucht worden, aber sie sind übers Ziel hinausgeschossen. In ihrer Arroganz haben sie sich über die Gestraften erhoben und sagten, unsere Macht war es. Und die sind so ein kleines Völkchen. Und haben sich selbst über den Gott Israels erhoben. Gott sagt, ich werde euch ein Ende machen. Auch ihr habt eine Gnadenzeit, auch ihr habt die Gelegenheit, mich zu erkennen, aber ihr wolltet ja nicht. Und so sagt er im Kapitel 51, ein goldener Kelch, der alle Welt betrunken macht, das war Babylon. Jeremia, ja? Jeremia 51, Vers 7 und 8. Solch ein Kelch in der Hand war des Herrn. Alle Heiden haben von ihrem Wein getrunken. Und darum sind auch die Heiden alle toll oder verrückt geworden. Ach, wie ist Babel so plötzlich gefallen und zerschmettert. Heult und weint über sie. Nehmt auch Salbe zu ihren Wunden, ob sie vielleicht noch einmal heil werden möchte. Auch hier, dass die Rebellion die Gelegenheit Gottes verachtet und eigene Wege gegangen. Das alte Babylon. Wir werden so manche Parallele wiederfinden, wenn wir uns jetzt den Babylon der Offenbarung zuwenden. Da wollen wir mal aufschlagen, Offenbarung 17. Wir wollen jetzt den Babylon einmal vergleichen, wie es die Offenbarung beschreibt, und manchmal haben wir so im Hinterkopf, was wir im alten Babylon gehört haben. Offenbarung Kapitel 17, Vers 5 finden wir über Babylon weitere Hinweise. Da sieht ja Johannes dieses Babylon in einer weiteren Vision und beschreibt sie wie folgt. Und an ihrer Stirn einen Namen geschrieben. Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Ja. Hier wird Babylon mit einem Namen beschrieben. Sie hat einen Namen, diese Frau, die ihr hier sieht. Er sieht eine Frau, die unrein ist. Die ist was für eine Frau? Eine Hure. Eine Hure. Eine untreue Frau. Babylon, die Große. Die Mutter der Huren. Ein paar Verse weiter heißt es noch einmal. Die große Hure. Kapitel, ja, Vers 1. Die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Vers 1, ja. Mit welcher Geburt haben die Könige der Erde und die auf ihr wohnen
sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Das Bild ist ein sehr paralleles Bild zu dem alten Babylon. Da war auch das alte Babylon, ein Kelch, wo die Völker trunken geworden sind, in ihrer Gottlosigkeit, in ihrer Rebellion gegen Gott. Und das neue Babylon macht alle Heiden trunken von ihrem Wein, von ihrer Hurerei. Nun, Hurerei ist ein sehr scharfes Wort. Ne? Und eine Frau, die man so anspricht, würde sich sehr beleidigt fühlen. Man kann ja auch kaum jemanden übler beleidigen als so etwas. Ne? Aber warum nennt Gott Babylon eine Hure? Wofür steht dies? Eine Frau in Offenbarung. Hier Offenbarung 17, Babylon, die große Hure. Ein paar Kapitel vorher, in Kapitel 12, finden wir auch eine Frau beschrieben. Eine ganz andere Frau. Wir schlagen mal jetzt auf Offenbarung Kapitel 12. Hier ist eine Frau beschrieben, Vers 1, die bekleidet ist mit der Sonne und der Mond unter ihren Füßen war und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Ja, sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen. Noch eine Frau. Warum führt Gott Frauen in der Offenbarung an? Weil sie auch ein Symbol sind, ein Bild für etwas. Wir wollen mal gucken in der Bibel, wofür die Frau als Bild gebraucht wird, wenn es prophetisch, symbolisch gemeint ist. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 2. Wer mag das mal von euch lesen? Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch vertraut, einem Manne, dass ich eine reine Jungfrau Christo zubrächte. Ja. Also das Bild einer reinen Frau, einer Jungfrau, die ihren ersten Mann zugeführt wird, ihren ersten Mann heiratet, ist ein Bild für das Volk Gottes. Das gehorsame, treue Volk Gottes. Was mit Jesus? Das ist das Bild. Ihrem Mann verlobt wird. Vielleicht ein anderer Vers noch dazu aus Epheser Kapitel 5, Vers 31. Epheser 5, Vers 31. Und Vers 32. Die beiden. Deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangeln. Und die beiden werden sein ein Fleisch. Das Geheimnis ist groß. Ich sage aber von Christus und der Gemeinde. Ja, auch Paulus braucht hier dieses Bild. Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter eines Tages verlassen. Ja, auch wenn es den Eltern schwerfällt. Werden die Kinder eines Tages aus dem Hause gehen, um eine eigene Familie zu gründen. Und dieses Bild, das hier gewählt wird, zwischen dem Mann und der Frau ist ein Bild, was Christus gerne verwendet für zwischen sich und seiner geliebten Gemeinde, seinem Volk. Das ist ein ganz inniges Bild. Und eine ganz innige Beziehung möchte er damit ausdrücken. Und das ist das Bild, was hier gemeint ist. Eine Frau, die mit Christus verheiratet ist. Das ist das Bild dieser Frau, die in Reinheit der Sonne gekleidet ist, mit der Schönheit des Mondes. Aber diese andere Frau, die wir gesehen haben, Babylon, ist was? Eine Hure. Eine Frau, die ihrem Mann untreu ist, die andere Wege geht, ihren Mann und ihre Kinder verlässt und anderen nachhängt. Den Königen der Erde hatten wir gelesen. Ja. Also können wir sehen, ist dieses Bild hier, was hier verwendet wird, dass eine reine Frau, hier in Offenbarung 12 dargestellt ist, die treue Gemeinde Gottes ist, die teilweise auch verfolgt wird, wie es in Offenbarung 12 beschrieben wird, und Offenbarung 17 beschreibt mit Babylon eine gefallene Kirche, die einst Gott gehörte, die einst zu Gott gehörte, aber von ihm abgefallen ist, sich an die Könige der Welt gehängt hat.
auch das alte Volk Israel ist solch einen Weg gegangen. Und in Hesekiel Kapitel 16 können wir Gottes Schmerzensausruf lesen, wie er über sein, wie er empfindet. Ich lese hier ab Vers 2. Du Menschenkind, offenbare der Stadt Jerusalem ihre Gräuel und sprich. Und jetzt kommen einige Verse, die ich überspringen möchte. Vers 15 möchte ich weiter lesen, das ist ein kleiner, weil ihr gar nicht alles lesen wollt. Ihr könnt es zu Hause unbedingt, solltet ihr es zu Hause in Ruhe mal lesen. Aber jetzt möchte ich hier, der Zeit halber, mich auf einige Verse beschränken. Du verließest dich auf deine Schönheit, weil du so gerühmt warst. Und du triebst Hurerei. Ja, so, dass du dich einem jeglichen, der vorübergeht, gemein machtest und seinen Willen tatest. Also nicht mehr den Willen Gottes, sondern den Willen des anderen. Du nahmst dir auch von deinem schönen Geräten, von all meinem Gold und Silber, das ich dir gegeben hatte, und machtest dir Mannsbilder daraus und triebst deine Hurerei mit ihnen. Was beschreibt hier der Prophet? Also Gott hat seinem Volk Reichtümer geschenkt, ne? Was sind Reichtümer? Edelsteine, Gold, schöne Gewänder, wertvolle Stoffe. Und was haben die daraus gemacht? Götzen. Die haben dieses Gold genommen und haben daraus Mannsbilder gegossen. Irgendwelche Götterbilder haben sie daraus gegossen. Und die schönen Gewänder haben sie denen zur Verzierung umgehängt und die Diamanten als Ketten oder Verzierungen dran gehängt. Und was haben sie dann gemacht? Sie angebetet. Das war nicht nur, weil sie so schöne Kunstwerke da sehen wollten, sondern sie haben sie angebetet. Sie sind vor ihnen niedergefallen. Sie haben sie als Gottersatz gewählt. Also das ist das, was Gott hier beschreibt, im geistlichen Sinne, mit der Hurerei, Götzendienst. Das Volk Gottes, das Götzendienst betreibt, das andere Dinge verehrt, an der Seite, statt Gott. Ja, du nahmst sogar deine Söhne und Töchter, die du mir geboren hattest, und opfertest sie denselben. Meinst du denn, dass es ein geringes sei, um deine Hurerei willen, dass du meine Kinder schlachtest und lässt dir denselben auch verbrennen? So weit, so schrecklich ging die Abfahrt des Volkes Israels, dass sie sogar tatsächlich Menschenopfer brachten, um diese Götzen zu befriedigen, ihre eigenen Kinder verbrennen und dahinschlachten ließen. So weit kann das Volk Gottes fallen. Und Gott ist entsetzt, was er sehen muss. Aber der Götzendienst. Aber noch was anderes wird beschrieben. Erstlich triebst du Hurerei mit den Kindern Ägyptens, mit deinen Nachbarn, die großes Fleisch hatten, und du triebst große Hurerei, um mich zu reizen. Oder mit den Kindern Assurs. Ja, noch mehr mit den Kindern, mit den Krämern des Chaldäerlandes. Das alte Israel verband sich mit diesen heidischen Völkern, gewöhnte sich an ihre Bräuche, gewöhnte sich an ihre Riten, an ihre Gottesdienste, an ihre Götzen. Und all das bezeichnet Gott als Ehebruch aus dem Bund, den er mit seinem Volk gemacht hatte. Wir klingen hier so ein bisschen an wie der Ehebruch mit den Königen der Erde. Ne? Die Hurerei mit den Fürsten dieser Welt, das hatte das alte Israel auch getan. Hing sich an diese Könige, tat das, was diese Könige von ihnen wollten und nicht mehr das, was Gott von ihnen erwartete. Und das tut auch das moderne Israel, die moderne, abgefallene Kirche. Darum höre, du Hure, das Wort des Herrn. Das ist Vers 35 im Hesekiel 16. Siehe, alle Spruchdichter werden auf dich ein Sprichwort anwenden. Und dieses Sprichwort ist sehr bezeichnend. So wie die Mutter, so auch die Töchter. Ja, du bist die Tochter deiner Mutter, die ihren Mann und ihre Kinder verachtet. Und du bist die Schwester deiner Schwester, die ihre Männer und ihre Kinder überdrüssig geworden sind. Also, es gibt hier in diesem Bild nicht nur die Hure,
die Mutter der Huren, sondern eine Mutter hat was? Kinder. 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 In diesem Fall Töchter. Und die Töchter haben Schwestern. Und wie sieht es uns diese aus? Nicht viel besser. Auch diese Töchter sind Huren. Ihre Schwestern sind Huren. Sie sind genauso untreue Kirchen, untreue ehemalige Glieder des Volkes Gottes. Er vergleicht sie gar mit Sodom und Gomorra. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, deine Schwester Sodom hat nicht so übel gehandelt, wie du und deine Töchter getan haben. Sodom und Gomorra waren so abgefallen von Gott, dass Gott sie... Was ist mit Sodom und Gomorra passiert? Wer kennt die Geschichte? Sie sind von Gott vernichtet worden, ne? Aber Sodom und Gomorra war nicht so boshaft, wie es das Volk Israel war, weil sie nicht so viel wussten von Gott, ne? So ähnlich wie Ninive. Ninive war auch von Gott abgefallen. Gott hatte beschlossen, wir vernichten diese Stadt. Aber nur mal predigte, sie taten Buße. Auch als Sodom und Gomorra Lot jahrelang lebte, wollten sie nichts davon wissen und trieben es übel. Aber das Volk Gottes, was so von Gott geehrt war, was so in seine Nähe gebracht worden war, was so viel von ihm wusste, das hat genauso übel, noch schlimmer gehandelt. Und dieses Bild gebraucht Gott hier in der Offenbarung, um Babylon, die gefallene Kirche, zu beschreiben. Denn an ihrer Stirn steht der Name Babylon, die Mutter der Huren. Und auch diese Mutter hat Töchter. Wir wollen noch einmal jetzt nochmal Offenbarung 17 aufschlagen. Hier werden auch einige Hinweise gegeben, wer ist diese von Gott so bezeichnete gefallene Kirche? Wo ist das Volk Gottes, was so abgefallen ist von Gott, dass Gott sagt, es ist eine Hure, die mit allen den Königen auf dieser Erde sich verbindet, ihren Willen zu tun und nicht mehr meinen? Wir schlagen auf Offenbarung Kapitel 17. Oder nehmen wir erstmal Vers 16, Kapitel 16, Vers 8. Ich habe jetzt zwei an der Tafel, Offenbarung 16, Vers 19. Es wird hier noch einmal die große Stadt beschrieben. Babylon, die große. Und diese große Stadt wird beschrieben in Offenbarung 17, Vers 3, wie Babylon auf einem Tier sitzt. Wieder ein Symbol in der Offenbarung. Tiere sind irgendwelche Mächte, ne? Reiche in der Offenbarung. Und wie wird dieses Tier beschrieben? Vollen Namen der Lästerung. Ja. Und sieben Köpfe und zehn Hörner. Sieben Köpfe und zehn Hörner. Haben wir schon so mal ein Tier kennengelernt? Grabt mal ein bisschen in der Vergangenheit, ein paar Wochen. Haben wir nicht schon mal so ein Tier kennengelernt, was sieben Köpfe und zehn Hörner hatte? Offenbarung 13, wo die römische Kirche, das Papsttum beschrieben wurde, war genau dieses Bild verwendet worden. Ein Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Und da haben wir diesen Vergleich schon einmal, wie wir es zum Papsttum haben. Aber ich will noch einen anderen Vergleich setzen. Wir finden doch in Offenbarung Kapitel 17, Vers 9 einen Hinweis. Wofür stehen diese sieben Köpfe? Wer liest es mal? Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Okay. Gott stellt uns hier in diesem Symbol ein Rätsel. Und sagt, da ist eine große Stadt. Als Frau. Die sitzt auf einem Tier mit sieben Köpfen. Und diese sieben Köpfe sind sieben Berge. Und jetzt suchen wir eine Stadt, eine große Stadt, wo das Volk Gottes oder eine Kirche Gottes sitzt, mit sieben Bergen, mit sieben Hügeln. Das ist die Siebenhügelstadt Rom. Das deckt sich mit dem
Tier, was wir vorher im Papsttum gesehen haben, den 7 Köpfe, die 10 Hörner, als wir damals das römische Papsttum damit identifiziert hatten. Auch hier sagt es ist, Babylon sitzt an diesen, auf diesen 7 Hügeln. Es ist die 7-Hügelstadt Rom, die hier mit Babylon bezeichnet wird. Es ist die römische Kirche. Interessanterweise ist das nicht nur ein Symbol, was die Offenbarung verwendet. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt an dieser Münze. Hier sitzt die Stadt Roma. Ihr kennt, ne? Roma ist der Eigenbezeichnung. Und hier seht ihr auch, ich mach das mal. Hier unten, seht ihr das? Da ist dieses Tier wieder abgebildet. Die Wölfin, die Gründungslegende Roms, wo Romulus und sein Bruder ausgesetzt waren, dem Hungertod gleich ausgeliefert, aber eine Wölfin erbarmte sich ihrer und säugte sie und zog sie groß. Und hier wurde die Stadt Rom gegründet. Also hier sitzt Rom. Könnt ihr sehen? Auf Hügeln, auf Steinen oder Bergen. Seht ihr das hier? Mhm. Wollen wir mal erzählen, auf wie vielen Hügeln diese Stadt sitzt? Rom als. Sehen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist eine Münze aus dem Jahre 71 nach Christus von Titus Flavius geprägt. Und sie zeigt die Stadt Rom als Frau, wie sie auf den 7 Hügeln sitzt am Flusse Tiber. Das ist die Tiber, der hier auch als Frau dargestellt wird. Es ist ein sehr treffendes Bild, ne? Die Offenbarung beschreibt uns auch Rom als eine Frau sitzend auf 7 Hügeln. Also der Johannes, der das gelesen hatte, der wusste sofort, wer gemeint war. Und die ersten Christen auch, denn sie hatten diese Münze in der Hand. Es war ein Bild, was sie sehr, sehr gut kannten. Die 7 Hügelstadt Rom. Wir gucken ja nicht nur auf die Stadt. Ne? Wir haben ja gesagt, diese Frau stellt etwas dar. Eine Kirche, die auf dieser Stadt Rom, auf diesen 7 Hügeln sitzt. Es ist die römische Kirche, die dort ihren Sitz hat, die von Gott wieder abgefallen ist, die zur Hure geworden ist, die sich mit den Völkern dieser Welt verbunden hat, um ihre Macht auszuweiten. Aber wir haben gesehen, diese Frau hat hier noch Töchter, ne? Diese Mutter der Huren hat Töchter. Wir wollen mal aufschlagen, Jesaja Kapitel 4, Vers 1. So wie dem Bild in Jesekiel, so hat auch diese Frau ihre Töchter und die Töchter ihre Schwester. Offenbarung Jesaja Kapitel 4, Vers 1. Und an jedem Tag, sein Blick in die Zukunft, und an jedem Tag werden 7 Weiber einen Mann ergreifen und sprechen, wir wollen unser eigenes Brot essen, wir wollen uns mit unseren eigenen Kleidern kleiden, nur lass uns nach deinem Namen genannt werden, nimm unsere Schmach hinweg. Nun, wir kennen die Symbolik schon, ne? Also, Frauen in der Prophetie stehen wofür? Für die Kirchen, für die Gemeinden. Der Mann? Jesus. Ist für Christus. Ja? Also hier sind Frauen, Gemeinden, Kirchen, die ergreifen sich Christus. Und wollen wie heißen? Nach deinem Namen wollen wir genannt werden. Wie wollen sie heißen? Christen. Sie wollen Christen heißen. Aber was wollen sie essen? Welche geistlichen Namen wollen sie essen? Ihr eigenes Brot. Sie wollen ihr eigenes Brot essen. Wir wollen nicht das haben, was Christus ihnen bietet. Und womit wollen sie sich anziehen? Mit ihren eigenen Kleidern. Sie wollen ihre eigenen Kleider anziehen. Sie wollen nicht die wunderschönen Kleider der Gerechtigkeit eines guten Charakters anziehen, die Jesus ihnen bietet, sondern sie wollen ihr eigenes Leben leben. Nach ihrer eigenen Fasson selig werden.
Jetzt ist interessant, wie viele Frauen sind denn das? Sieben. Drei. Petze. Sieben. Sieben Frauen. Ja, sieben Frauen. Nun, kennt ihr sieben Gemeinden? Gibt es nur sieben Kirchen auf dieser Erde, sieben christliche Kirchen? Also ich kann sie nicht zählen, ich kriege sie gar nicht alle zusammen. Aber die Zahl 7 steht hier auch als Symbol. Wenn ich sage 7 Tage der Woche, wie viel von der Woche ist damit gemeint? Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 7 Tage. Das ist also die ganze Woche. Ne? Wenn die Schöpfung hat 7 Schöpfungstage, ne? Inklusive dem Ruhetag. Das Bild 7, die Zahl 7 wird häufig verwendet, um etwas darzustellen, was vollständig ist, was alles bedeutet, wo nichts ausgelassen ist. Und wenn wir das so umsetzen, heißt, können wir den Text so lesen. Und da gibt es, in dieser Zeit werden alle christlichen Kirchen sich Jesus greifen und sagen, wir wollen uns selber nähren, wir wollen unsere eigene geistliche Speise nehmen, wir wollen selbst unser eigenes Wort Gottes sozusagen aufnehmen. Wir wollen es mit unserer eigenen Gerechtigkeit kleiden. Wir möchten unsere eigenen Ideen haben, was gut und richtig ist. Wir möchten einfach nur nach deinem Namen genannt werden. Wir möchten Christen sein. Also das Bild für Babylon in dieser Endzeit, die hier beschrieben wird, beschreibt eigentlich alle christlichen Kirchen, die genau diesen Ansatz haben. Sie wollen Christen heißen, sie wollen ihre Schande bedeckt haben, dass nicht offensichtlich ist, dass sie was sind, nämlich keine wirklichen Christen. Dass sie zwar solche Kinder sind, wo, das Jesus erzählt, das Gleichnis, wo die zwei Söhne im Weinberg arbeiten sollen. Der geht zum einen Sohn hin und sagt, du arbeite in meinem Weinberg. Und der sagt, ja klar, mache ich sofort. Und im Nachhinein, mach das doch nicht. Und der andere Sohn, der sagt, arbeite in meinem Weinberg. Er sagt, nee, habe ich gar keine Lust zu. Und im Nachhinein gereut es ihn, dass er so frech war und tut es trotzdem. Die christlichen Kirchen werden so beschrieben wie der erste Sohn. Ja, der sagt, ja, ich will Christ sein, ich will Gott nachfolgen. Aber ich will lieber meinen eigenen Weg gehen. Hauptsache ich werde als Christ genannt. Wir hatten doch den ersten Engel. Wir wollen mal das jetzt einmal ein bisschen in einen zeitlichen Rahmen setzen. Wir haben in unserer Prophetiestunde viel in der Geschichte geschaut und das in zeitliche Abschnitte und Rahmen gesetzt. Der erste Engel, die Ex-Botschaft, die von der Stunde des Gerichtes sprach, das Ende der 2300 Abende und Morgene, die Zeit, wo das Gericht anfängt, führte uns in welche Zeit? Wo sollte das Gericht anfangen? Das himmlische Heiligtum wieder gereinigt werden. In welchem Jahr? 1844. Diese Botschaft führte uns in unseren Gedanken, in unserem Studium, in das Jahr 1844. Von der Zeit an hält Christus Gericht, sortiert die Bekenner des Glaubens aus und trennt sozusagen in den Büchern des Himmels Spreu von dem Weizen. Also in dieser Zeit, 1844, wurde diese Botschaft, das Gericht ist gekommen, verkündigt. Wir sehen hier in der Ecke unten einen Mann namens William Miller. Und dieser studierte genau die Dinge, die wir auch studiert haben. Um diese Zeit, er war so 1830 rum, war das, als er dieses studierte, erkannte, Mensch, da wird ja der Messias vorhergesagt. Und als er weiter studierte, die Prophetie im Daniel, der Standbild, die Tiere, die wir gesehen haben, in der die Weltreiche der Erde beschrieben werden, bis in unsere heutige Zeit, bis zur Wiederkunft Christi. Und er sah, dass diese 70 Wochen ja von einer längeren Periode abgeschnitten sind, die im Jahre 1844 enden sollte. Und dort sollte das Heiligtum gereinigt werden. Und Miller war noch nicht ganz so weit wie wir. Wir können ja mal klug reden, wenn wir in die Vergangenheit zurückschauen, ne? Habe ich gewusst. Aber er dachte damals noch, das Heiligtum, was entweiht worden ist, war in seinem Bild die Erde, ne? Die unter der Sünde entweiht worden ist. Und wenn es heißt, das Heiligtum wird geweiht werden, dann war seine Schlussfolgerung, dann muss Christus wiederkommen. Und hier die Erde mit Feuer gereinigt werden. Und das fing er an zu predigen. Er predigte die Wiederkunft Christi, dass Jesus kommen würde,
die Erde in ein Paradies verwandelt werden würde, Gericht geübt werden würde. Die Stunde des Gerichts ist gekommen, Christus kommt. 1844 wird Christus wiederkommen. Und er predigt, und das wirkte eine Erweckungsbewegung, eine Begeisterung unter den Menschen, wie es zuvor noch nie gegeben hatte. Ja, hier predigt er es. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Christus kommt wieder. Und es war eine Bewegung unter den Kirchen. Aber auf einmal mussten sich die Menschen entscheiden, ob sie Christus wirklich haben wollen, ob sie wirklich ihn wiedersehen möchten. Und auf einmal war ihnen bewusst, so schön ist ja die Aussicht gar nicht auf die Wiederkunft Christi. Nee, eigentlich wollen wir es ja gar nicht. Und die Kirchen sagten, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Sie haben das abgewiesen und haben angefangen, diese Versammlungen zu verbieten. Haben diejenigen, die an die Wiederkunft Christi glaubten, ihre Hoffnung zum Ausdruck brachten, aus den Kirchen ausgeschlossen, verstoßen und haben offiziell erklärt, das kann 1000 Jahre lang nicht passieren. Sie wollten nicht, dass ihr Heiland wiederkommt. Sie hatten keine Sehnsucht nach ihrem Ehemann, den sie ja bekannten, zu lieben, ihm zu gehorchen, an ihn zu glauben, auf ihn zu hoffen. Und als er sagt, als er ihm die Botschaft verkündigen lässt, ich komme, sagten sie, bloß nicht. Alle Türen dicht. Und wer es redet noch einmal von dir, dass du wiederkommen möchtest? Sowas wollen wir nicht hören. Da waren die Kirchen gefallen. Haben ihr wahres Wesen offenbart. Sie nannten sich Christen. Aber sie wollten ihre eigene Gerechtigkeit haben. Sie wollten ihr eigenes Brot essen. Sie wollten nichts mit dem Christus haben, der wiederkommt. Der vielleicht Gehorsam sogar fordert unter sein Wort. Und deswegen gab Gott die zweite Engelsbotschaft, die wir jetzt verstehen, die wir kurz fassen können. Nicht Babylon ist gefallen, die Kirchen sind gefallen. Sie haben sich von ihrem Ehemann abgewendet. Sie sind zu den Töchtern der Mutter geworden, aus der sie hervorgegangen sind. Zu Töchtern der römischen Kirche, mit den gleichen Wesenszügen, die Christus nicht wollten. Die Hurerei mit den Königen der Erde getrieben. Und auch die Töchter sind offensichtlich nicht besser. Sie haben sich mit dieser Erde, mit den Königen dieser Welt, mit den Politikern, mit den Regierungen eher angefreundet, eher arrangiert, als mit ihrem Heiland. Und deswegen haben sie die Botschaft verworfen und sind zu Babylon geworden. Sind in diese Großfamilie Babylon mit eingebunden, mit all den Töchtern, Schwestern und der Mutter. In den letzten Versen, die wir jetzt lesen wollen, möchte ich noch einmal Tatsache uns das vor Augen führen, wie Gott in seinem Wort die Christenheit der letzten Zeit beschreibt. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3 und 4. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren vor der Wahrheit wenden und sich zu Fabeln kehren. Ja. Ist es nicht das, was Jeremia beschrieben hat im Kapitel 4? Die Frauen, Jesaja 4, Vers 1, die sagen, wir wollen unsere eigenen Lehren essen, ne? Unsere eigene geistliche Nahrung essen. Wir wollen die heilsame Lehre nicht hören. Wir wenden uns ab zu unseren eigenen Fabeln. Die wollen wir hören. Von dem anderen wollen wir unsere Augen verschließen. Aber Christen möchten wir trotzdem sein. Oder noch etwas dramatischer und drastischer steht es in 2. Timotheus Kapitel 3 in den Versen 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden greuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich. Was denn? Das ist spannend. Lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen,
die Nelly Wollus denn Gott? Stopp, bis dahin. Das beschreibt doch eindeutig die bösen Menschen in der Welt, oder? Das ist doch eindeutig das, was im Fernsehen immer vor Augen geführt wird, wie die Welt lebt. Unkeusch, verleumdend, unversöhnlich. Also das ist doch eine perfekte Beschreibung der Weltmenschen, oder? Aber von wem spricht es hier, wenn wir weiterlesen? Die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meiden. Was sind das für Menschen? Bekenntliche Gläubige. Bekenntliche Christen. Sie sind Christen, die ihre eigene Nahrung essen, Christen, die ihre eigenen Gewänder anziehen im übertragenen Sinne. Ja? Die den Schein eines gottseligen Wesens haben. Da haben sie vielleicht ein Kreuz am Revers oder um die Ketten um den Hals gehängt. Haben vielleicht einen Gottesdienst, aber es ist alles nur ein Schein. Was sind sie eigentlich wirklich? Verräter, Frevler, die Wollust lieben sie mehr als Gott. Und ihr habt den ganzen Text ja gelesen. Sie verleugnen die Kraft Gottes, ihr Leben zu ändern, umzugestalten. Vielfach wissen sie es besser, aber selbst wenn sie es besser wissen, wollen sie davon nichts wissen. So beschreibt Gott die Kirchen. Und jetzt ist nicht jeder einzelne Mensch beschreibt. Wir haben ja Menschen, die noch zu Gott finden. Es ist Gnadenzeit. Es ist die Zeit, sich hinzuwenden. Und Paulus sagt, solche Meide. Solche Christen, die die Wahrheit kennen, sagen, nee, das will ich nicht wissen. Davon will ich nichts hören. Ja, das muss ja kommen. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 2 bis 4. Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch eine Rede, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, so als wäre der Tag des Herrn schon da, als würde Christus schon wiederkommen. Denn niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart werden. Denn er ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Also, dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Diese Dinge müssen erst geschehen. Diese Dinge, die wir in der Offenbarung sind noch detaillierter jetzt schon gelernt und gelesen haben. Die Rebellion gegen Gott, nämlich der gesamten Christenheit, der ganzen christlichen Kirchen, im Verein mit den Königen der Welt, die den Wein ihrer Hurerei trinken. Das muss erst kommen. Das wird kommen, so wie es die Bibel beschreibt. Aber wir müssen gewarnt sein, dass wir uns nicht auch darunter zählen müssen. Wir sind doch auch Christen, ne? Das wollen wir doch auch gerne von uns glauben und anderen glauben machen. Aber sind wir es wirklich? Oder haben wir unser eigenes Gewand umgehangen, das schön christlich aussieht? Aber darunter ist es, wie Jesus die getünchten, schön weiß gestrichenen Gräber bezeichnet. Lauter Totengeweine und gräuliche Dinge, die man bloß verstecken möchte, dass es keiner sieht, aber die sie trotzdem genießen. Ein Zitat möchte ich euch zum Schluss vorlesen. Ich sah, dass wie die Juden Christus kreuzigten. Die Namenskirchen diese drei Botschaften kreuzigten. Und deshalb haben sie keine Erkenntnis über den Weg in das Allerheiligste und können keinen Nutzen von der Vermittlung Christi daselbst haben. Gleich den Juden, welche ihre nutzlosen Opfer darbrachten, schicken sie ihre nutzlosen Gebete aufwärts zu der Abteilung, welche Jesus verlassen hat. Können wir auch Menschen sein, die heute noch Christus kreuzigen? Die Kirchen konnten es an sich sein, damals, als die Botschaft erscholl, die Kirchen sind gefallen, Babylon ist gefallen, sie wollten von dem kommenden Christus nichts hören, von einer Stunde des Gerichts, von einem Versöhnungstag, von einem Heiligtum, von dem einen wollten sie nichts wissen. Von einem wiederkommenden Ehemann wollten sie nichts wissen. Und sie haben diese Botschaften abgelehnt, so wie die Juden Christus ablehnen. Es kommt der Kreuzigung Christi gleich. Auch wir können das in unserem Leben durchaus wiederholen.
Und deswegen ist uns das zur Lehre aufgeschrieben. Nicht nur, dass wir auf die böse anderen Kirche gucken. Daran sollen wir sehen, wie sich die Zeichen der Zeit erfüllen, wie sie ihre eigenen Gewänder kleiden und wie das, wie sie die Verbindung zwischen den Königen der Welt und den Kirchen dieser Welt immer enger wird, wie die Hurerei immer offensichtlicher wird. Aber unser eigenes Herz heißt es dabei zu überprüfen, nicht in die gleiche Falle zu fallen, sondern unser eigenes Herz Gott immer wieder neu zu weihen, es von ihm reinigen zu lassen, so wie er es im himmlischen Heiligtum tun möchte. Die Sünden aus den Büchern zu streichen, das kann er nur, wenn er die Sünden aus unserem Herzen auch streichen kann. Möge Gott geben, dass er dieses Ziel mit uns erreicht und wir die Warnung, die wir in diesen Lektionen hören, für uns persönlich zu Herzen nehmen. Amen. Amen.